in der 1984 die olympischen Medaillen vergeben wurden. Im Paarlaufen kamen und kommen die Favoriten damals wie heute aus der UdSSR. Ein Land, das seit gut zwei Jahrzehnten den Eiskunstpaarlauf prägt. Lediglich die DDR-Paare könnten in diese Phalanx eindringen. Für die neuen deutschen Meister Sonja Adalbert, Daniele Cabrano wäre es bereits ein Erfolg, unter die ersten sechs zu kommen. Insgesamt sind hier 9 Paare aus 6 Nationen am Start. Der Wettbewerb beginnt auch gleich mit einem Höhepunkt. Die Überraschungsweltmeister und Zweiten der Europameisterschaft 86, Ekaterina Gordejewa, Sergej Grinkov. Letztes Jahr sorgten sie auch für Schlagzeilen wegen ihres Größenunterschiedes und wurden als neues Wegwerfpaar tituliert. Doch achten Sie doch mal auf diesen unglaublichen Charme der kleinen Ekaterina. Das war die Doppelspreizhebung, getwistet, sehr schön ausgeführt. Auch die Kreisschrittfolge ist ein Muss im Kursprogramm. Die Kurskür bietet übrigens nicht die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu steigern, wie das im Kursprogramm der Einzelläufer mit dem zweiten Sprung in der Kombination ist. Es muss einfach gut laufen, es darf nichts passieren. Exakte Ausführung, wie hier zum Beispiel bei der gemeinsamen Waage für Rette. Todesspirale rückwärts, außer eher tief in der Hocke, auch ganz wichtig, was die Ausführung betrifft. Eine Paarlauf-Pirouette, die sogenannte Tscherkesen-Pirouette. Ja, mit sehr viel jugendlichem Pep vorgetragen, mit sehr viel Schwung und sehr viel Charme der kleinen Ekaterina. 1,55 Meter ist sie groß, mittlerweile 15 Jahre alt und zeigt schon sehr viel Souveränität. Das wird sich auch in der Benotung widerspiegeln. Im Schnitt 5,7 für Ekaterina Gordejewa und Sergej Grinkov. Für die A-Note, dieselben Noten erhielten sie auch in der B-Note für den künstlerischen Eindruck, jeweils eine 5,8 von dem Preisrichter aus der UdSSR und eine 5,6 von dem Preisrichter aus Finnland. Das ist nicht sehr viel. Die Preisrichter sind natürlich noch vorsichtig. Sie halten ihre hohen Noten noch etwas zurück. Sie wissen, 2 favorisierte Paare aus der UdSSR kommen noch und da müssen sie sich ein bisschen was offen halten.